Derby gegen die Austria. Vor zwei Tagen hat Rapid bei Feyenoord ein 1:1 erreicht. Jetzt ist wieder Bundesliga angesagt. Mit Laufen, Sauna und Körperpflege haben die Spieler versucht, die Europacup-Anstrengungen aus den Knochen zu bekommen. Ob jetzt der physische Nachteil oder der psychische Vorteil überwiegt, darüber gibt es geteilte Meinungen. Ich habe als Spieler immer lieber gespielt als trainiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, wenn man dann solche Ergebnisse erzielt, kann man mit einem breiten Kreuz auflaufen. Und vor allen Dingen, das sind, sag ich mal, so wie Derby oder solche Spiele jetzt im Halbfinale, das sind der Höhepunkte in der Karriere eines Sportlers oder in einer Saison, wo man sich dran aufbauen kann. Und ich denke, dass sie morgen sicherlich mit einem sehr breiten Kreuz auflaufen werden. Wir könnten jeden zweiten Tag spielen, wenn es der Gegner auch müsste. Aber wenn der Gegner eine Woche Vorbereitung hat, dann ist er einfach besser in Schuss, ist er körperlich fitter für das Spiel, als wenn man zwei Tage zuvor Europapokal spielt, dann noch die Nacht sich um die Ohren schlägt, dann die Heimreise hat. Also das ist natürlich ein bisschen härter. Härter getan hat sich Rapid auch beim letzten Derby. Der Ex-Rapidler Peter Backhult erzielt für die Austria das 1:0 beim 4:1-Sieg. In letzter Zeit scheinen die Mauern zwischen Grün und Violett nicht mehr unüberwindbar. Ja, die Rivalität ist natürlich noch da, das ist keine Frage. Es war nämlich auch früher schon so, dass zwar ein Rapidler nicht zur Austria gegangen ist, aber dass die Spieler untereinander befreundet waren und dass sie nachher zum Heurigen gegangen sind, sogar miteinander. Das hat mit der Rivalität am Platz eigentlich nichts zu tun, die besteht im Derby. Wer wem am Ostersonntag die Eier wohin legt, entscheidet sich um 15.30 Uhr im Hanapi-Stadion. Ich hoffe, wir können ein paar Eier ins Netz legen, ins Austria-Tor. Ich hoffe, ich lege mir nicht selber ein. Wissen Sie, was Eierpacken ist? Na, bin ich jetzt wirklich überfragt. Moment. Ich glaube, Austria ist kaputt gegangen, ne? Das wäre schon nicht schlecht, aber wir wollen sie ja nicht kaputt machen, wir spielen ja nur Fußball. Das war sicher ein vorbereitetes Ei. Schaut nicht gut aus für uns. Nein, ich hoffe, das schaut im Spiel mal anders aus. So, und ich begrüße jetzt bei uns im Studio den Andreas Ogris und den Peter Stöger. Andreas Ogris von der Austria, Peter Stöger von Rapid. Und Andreas Ogris, so vor dem Spiel gegen Sturm, da haben Sie gesagt, die Austria möchte alles machen, damit Rapid Meister wird. Stehen Sie weiter zu dieser Aussage oder haben Sie das vor dem Derby ein bisschen geändert? Ja, grundsätzlich will ich noch immer, dass der Meistertitel nach Wien kommt. Wenn es die Austria nicht wären, so soll es Rapid werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass Rapid nun Geschenke zu erwarten hat von der Austria. Wir werden morgen sicherlich auf 3 Punkte spielen, auch im Hanapi-Stadion. Und auch wenn Rapid im Europacup Erfolge feiert, wir müssen dorthin, müssen 3 Punkte machen, müssen uns auf uns selber konzentrieren. Wenn wir der Rapid irgendwie helfen können, das Meister werden, werden wir sicherlich probieren. Aber nicht im Spiel gegeneinander. Also kein Osterfriede morgen im Hanapi-Stadion. Mit Sicherheit nicht. Peter Stöger. Ihr beide seid Freunde aus gemeinsamen Tagen bei der Austria. Spielt man da anders? Naja, ich spiele überhaupt nicht anders. Es ist ja Gott sei Dank so, dass ich mit einem Andi im Platz nicht zusammenkomme. Denn er bleibt eh meistens vorn hängen. Aber ja. Sie könnten ja mal als Manndecker auftauchen. Danke. Naja, danke. Das ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber es ist halt so, dadurch, dass wir doch beide eher Offensivspieler sind, kommen wir uns eigentlich nicht in die Quere. Aber es ist ja halt so, ich möchte auch zu dem Thema da mit Rapid, lieber Meister als Sturm oder sonst irgendwas, möchte ich auch dazu sagen, ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit, wie sehr wir uns beide immer auf die Davis gefreut haben und wie sehr wir uns meistens dann darüber gefreut haben, wenn die Austria als Sieger vom Platz gegangen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Andi da seine Meinung und seine Einstellung in dieser Weise da geändert hat. Also alle Graz-Fans oder sonst irgendwas brauchen morgen nicht erwarten, dass sich der Andi da hängen lässt oder sonst irgendwas. Sagen Sie, Sie haben viele Derbys für die Austria gespielt, jetzt 2 für Rapid. Ist die Stimmung bei Rapid irgendwie anders vor dem Derby, als sie bei der Austria war? In der Mannschaft? Ja. Nein. Also es ist so, dass es gibt sehr viele wichtige Spiele für uns, vor allem jetzt im Europacup. Aber wenn es in der Meisterschaft dann gegen Austria geht, dann ist es immer was Besonderes. Also da ist die Stimmung, glaube ich, für ein Wiener Derby, für die Wiener Spieler immer was Besonderes. Das sind 2 Traditionsclubs, die sehr viel Image zu verteidigen haben und da ist immer was Besonderes dahinter und das ist bei den Rapid-Spielern genauso jetzt, wie es zu meiner Zeit bei der Austria war.
Andreas Ogris, Rapid hat ja deutlich mehr Anhänger als die Austria. Tut das ein bisschen weh, wenn man weiß, dass man immer den kleineren Fanblock hinter sich hat? Nein, für sich tut das nicht weh. Man ist sicherlich für uns ein kleines Handicap, da wir weniger Fans haben wie die Rapidler, aber es ist trotzdem so, die Leute, die hinterm Tor stehen, unsere Fans, die unterstützen uns so gut wie möglich. Und das sieht man immer wieder im Horstadion, dass da die Stimmung sehr gut ist, auch wenn dort nur 2.500 sind. Morgen werden ein paar Zuschauer mehr kommen, so hoffe ich doch. Und die Stimmung ist für alle gleich und mir ist es lieber, wenn ich in ein Stadion reinkomme und das ist voll und mir schimpfen 25.000, aber ich habe 250 Zuschauer, das motiviert mich nicht richtig. Im letzten Derby gegen Rapid haben Sie 2 Tore für die Austria geschossen. Können Sie sich an die noch erinnern? Wenn nicht, dann spielen wir Ihnen die jetzt vor. Ich kann mich vor. Sehr genau erinnern. Da ist das eine, das war das 3:0. Lange gewartet, den Michael Konsel ausgetrickst. Haben Sie da schon gewusst, der wird drinnen sein? Ich glaube, der Mittelauf hat schon gewusst, dass er drinnen ist. Und hier der vierte Streich. Ist mir ein bisschen anders, früher geschossen. Ja, da war der Winkel ein bisschen größer und hat man außen am Mittel vorbeispielen können. So, jetzt war am Donnerstag das starke Spiel von Rapid gegen Feyenoord. Haben Sie da Daumen gehalten? Ich war zum selben Zeitpunkt essen, ich habe es nicht gesehen. Nicht gesehen? Nein. Glauben Sie, dass es ein Nachteil ist für Rapid, dass Sie dieses schwere Spiel am Donnerstag erst gehabt haben? Nein, das glaube ich nicht. Weil ich denke, so wie es der Peter vorher gesagt hat, das Derby hat eigene Gesetze und für das Derby, Austria, Rapid motiviert man sich halt immer wieder. Und da kann am Donnerstag noch so eine schwere Partie gewesen sein, die werden hochmotiviert sein morgen. Und genauso ist es bei der Austria, ob wir jetzt eine Woche Vorbereitung gehabt haben, ohne ein Spiel, es ist ganz egal, jeder wird 120% geben wollen, weil er das Derby nicht verlieren will und deswegen wird sicherlich morgen eine gute Partie rauskommen. Peter, spüren Sie schon die Anstrengungen? Ich meine, Sie waren noch dazu verletzt. Ist irgendwas mit der Verletzung wieder nicht in Ordnung nach diesem Spiel in Rotterdam? Nein, es ist alles okay. Und spürt man in der Mannschaft schon die Anstrengungen der letzten Wochen? Ja, ich müsste lügen, wenn das nicht so der Fall sein würde, nur darüber zu ranzen, über den Terminplan oder etwas ist eh unsinnig, denn verändern kann man es nicht. Und es ist halt auch so, wir haben halt alle 3 Tage ein Spiel. Sollte im Normalfall wirklich kein Problem sein, denn wir sind es eh die letzten Jahre auch gewöhnt, regelmäßig in 3-4 Tagen Abschnitten zu spielen. Und jetzt ist halt ein bisschen noch enger das Programm. Aufgrund der Europameisterschaft wird das alles nach vorn gezogen noch. Und die Wetterlage war halt auch so. Aber ich denke einmal so, dass die Mannschaften sich durchsetzen werden, die ganz einfach geistig damit fertig werden, diese Belastungen zu verkraften. Denn ich glaube, körperlich geht man dann in so wichtigen Spielen sowieso über sich hinaus. Und wie regeneriert man in solchen Phasen? Sie haben jetzt Europacup gespielt, morgen das Derby, am Mittwoch Auswärtssturm, am Samstag FC Tirol, dann das Rückspiel gegen Feyenoord, also durchaus lauter Entscheidungsspiele. Ja, es ist so, dass man nicht davon sprechen kann, dass man wirklich nur Trainingseinheiten im herkömmlichen Sinn haben, sondern es ist eben so, dass man wirklich nur Auslaufen hat, dann Massagen, Behandlungen, weil doch immer wieder kleinere Verletzungen auftauchen. Und es ist halt so, dass man wirklich nur im regenerativen Bereich arbeiten kann und von normalen Trainingseinheiten ist im Moment nicht viel zu sehen. Sie hatten auch eine starke Szene im letzten Derby gegen die Austria, einen schönen Weitschuss. Auch den wollen wir uns noch anschauen. Nein, Weitschuss. Schuss. Da kommt er. Naja, von Franz für die Zuschauer. War nicht so schwer? Ich glaube nicht, nein. Warum ist dieses Derby so glatt an die Austria gegangen damals? Ja, sie haben uns ausgekontert. Also das war ein ganz klarer Fall davon, dass wir ins offene Messer gelaufen sind. Ich meine, es war so, dass das erste Tor ein extrem weiter Pass war auf den Barkult, der sicher seine Qualitäten hat, vor allem den Torinstinkt noch immer hat, aber sicher nicht seine Stärken im läuferischen Bereich hat oder im Sprintvermögen und der ist uns auf und davon gegangen. Nicht? Und so war es eben so, dass wir dann angelaufen sind und die Austria es sehr gut verstanden hat, dem Andi da das eine oder andere Konter dort zu schießen, aber die Möglichkeiten wird es morgen nicht geben.
Wird es morgen nicht geben? Nein, wird es nicht geben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. So, und wir haben gesehen, Eierbecken, natürlich, morgen ist Ostersonntag, wir haben hier violette und grüne Eier für euch vorbereitet. Andreas, nehmen Sie ein violettes. Ach so. Peter nimmt ein grünes. So, und jetzt werden wir schauen, ich hätte bitte noch was da passiert. Gefährliche Drohung, das muss nicht passieren. Ja, das ist, so kannst du es nehmen. Das kann man nicht so in den Raum stehen lassen. Gut, dann werden wir gleich sehen. Mal schauen. Ja, so, beim Eierbecken hat die Austria einmal gewonnen. Wir werden sehen, was morgen im Hanapi-Stadion passiert. Sicherlich ein sehr interessantes Spiel zwischen Rapid, jener Mannschaft, die sich im Europacup so glänzend geschlagen hat in Rotterdam, und der Austria, die auch auf dem Weg nach oben zu sein scheint. Danke, dass Sie bei mir Innsbrucker die Eilen hinter